So, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Story of Seasons, Trio of Towns. Wie ihr gerade sehen konntet, ich war jetzt richtig on fire und habe jetzt, so gut ich es einschätzen konnte, wirklich jetzt hier alles leergeräumt. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt, hier ein riesiges Reisfeld hinzusetzen, wo alles okay ist, die Farm arrangieren. Vielleicht passt sogar hier alles oben hin. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Aber es sieht gut aus. Ja, ich glaube, wir kriegen das hin. Gut, wir fangen einfach mal an jetzt hier. Ich überlege, wie wir das hier am besten so positionieren, dass es alles passt. Wie machen wir das? So klappt es auf jeden Fall nicht. Das ist jetzt hier so ein bisschen puzzelmäßig. Kann das sein? So... Ich will hier möglichst den ganzen Platz auch ausnutzen. Wir schauen mal. Ich fange erstmal hier so ein bisschen an mit Bauen. Und vielleicht klappt das dann am Ende. Aber ich glaube, da oben das eine, das kann ich nicht platzieren wegen dem Baum hier. Verdammt, da geht's schon los. Gut, der Baum da muss weichen, wenn ich fertig bin gleich. Da, wie gemein. Aber hey, wir kriegen das trotzdem hin. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? So... Wunderbar. Das läuft auch richtig gut jetzt hier. Jetzt kann ich die von da unten noch hier hochholen. Das sind dann vier Stück. Sogar noch eins am Platz. Na gut. Besser wäre es natürlich, wenn wir die unten alle positionieren. Dann können wir nämlich auch die von drüben noch mit ranholen. Aber dafür muss ich erstmal unten noch alles wegräumen. Ha! Das dauert noch ein bisschen. Das hier alles leer zu räumen. Ich versuche mich zu beeilen. Ich gebe mir Mühe, das hier unten noch alles freizukriegen. Hätte ich gerne auch. So bald wie möglich, aber im Moment machen wir das auch erstmal hier einfach so. So. Perfekt. Da kann ich sogar, wenn ich jetzt ganz frech bin, oder? Oh, nee. Gucken wir mal. Wo bin ich jetzt hier? klappt das? Gut, das ist nicht zu nah. Perfekt. Und dann noch das eine da unten. So. Okay. Okay. So. Jetzt habe ich hier ein riesiges Reisfeld. Ich bin wahnsinnig. Da unten, dann tue ich später alles hier nach unten verlagern. Das mache ich aber offscreen, weil das alles einzeln nach unten runtertragen. Wir haben dann ein riesiges Feld. Wow. Total übertrieben dann, aber hey. Klebereis. So. Ja, du störst mich. Du musst jetzt hier noch weg. Das mache ich jetzt hier noch direkt. Bin ich jetzt eiskalt. Und dann, wenn ich damit fertig bin, dann zerhacke ich das ganze Holz, was ich habe, dann klein. Also die ganzen Äste und Zweige werden dann klein gemacht. Und dann gehen wir einfach mal zu Lutus und gucken. Machen wir mal Luki bei ihm. So, erstmal esse ich was. Mir ein paar Süßkartoffeln gebacken. So. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vielleicht muss ich noch ein paar Süßkartoffeln backen. Ah, nein, das sieht gut aus. Das Ding zerschlage ich jetzt auch noch. Ah, nee, da esse ich... Backen sage ich, essen meine ich. Dann esse ich jetzt noch einmal Süßkartoffeln. So. Noch ein bisschen. Yeah. So. So. Ich esse am besten auch die letzte Portion Süßkartoffeln. Ich will es nicht übertreiben. Ja, meine Energie zu sehr strapazieren. Und wie viel Gurken ich einfach habe. Naja, kombiniert das einfach mal alles, dass wir ein bisschen Platz haben im Inventar. Okay. Aber ihr guckt, die Saat hat hier auch so Qualitätssachen. Seht ihr das? Und jetzt habe ich das dann quasi die Erdbeeren und die Gurken zur Saat gemacht. Und die Saat wird dann vermutlich dieselbe Qualität haben, wie die Gurken oder die Erdbeeren hatten. Und dann kann ich dann in der nächsten Jahreszeit weiter züchten, wo ich in dieser Jahreszeit quasi aufgehört habe. Sehr schön. Genau. Äste und Zweige. Festkiesel, Ast. 90 Stück. Sehr geil. Und Zweige. Da können wir ordentlich was bauen. Ich will es jetzt... Wobei, ich überlege gerade, wie viele so Fischdinger ich dann baue. Da ist es natürlich einfacher, es ist einfach mal so zu übertreiben, weil da muss man nicht viel Energie reinstecken. Da muss man einfach dann immer mal eine Ausdauer reinsetzen und dann, keine Ahnung, eine Woche warten. Und die Reisfelder, die muss man gegebenenfalls, wenn es lange trocken ist, auch mal gießen oder so.
Die kosten da schon ein bisschen mehr Aufwand und Energie. Muss ich mal gucken, wie, wo, wann der steht, dann hinsetze. Schauen wir mal. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal direkt zu Ludus und gucke. Bisschen Geld haben wir ja. Brauchen aber trotzdem dringend mehr Geld. Oh, ich hör's schon. Ja, ne? Wo ist es hier? Fischreus ist schon wieder total voll. Noch mehr Muscheln. Im Moment keine Fische mehr. Was, da waren jetzt einfach nur 3 Muscheln drin und das Ding war gerammelte voll? Was sind das bitte für Riesenmuscheln? Oh Mann. Okay. So, Ludus. Na, Süßer. Komm mal, das bedeutet willkommen. Willkommen im Alleskönnerladen. Relaxieren. Du kleiner, lustiger Lümmelmann, der glaubt, dass er irgendwie alles kann. Keine Ahnung, ich bin komisch. Werkzeugaufrüstungsservice. Gucken wir mal kurz. Ich würde gerne. Oh, den Hammer. Vor allen Dingen die Gießkanne leichter machen. Ah, da brauchst du noch einen glitzernden Stein und dann würde ich das sofort tun. Weil die Energieverbrauch ist echt krass. Vergrößern eigentlich auch. Und braucht noch eine weiße Perle, dann können wir das auch vergrößern. Sehr gut. Ja, da müssen wir einiges auf jeden Fall noch machen. Warum gucke ich eigentlich hier? So eine Melkmaschine. Leistung verbessern. Wie viel kostet das? Komm, das machen wir. Wollschere. Komm, mach mal auch. Kein Eisen mehr, lol. So, so, Farmbestandteilservice. Nee, halt, stopp. Hausdesign-Service erstmal. Möbel bauen. Ich möchte die Lagerkiste vergrößern. Haben wir auch alles. Sehr gut. Ah. Das haben wir wirklich gebraucht. Aber eine Lagerkiste, die war ja schon ein paar Mal wieder an den Grenzen ihrer Kapazität. Aber jetzt ist wieder alles okay. Wie viel kostet das jetzt nochmal, die zu vergrößern? Was war jetzt? Junge, du solltest bereits alle Möbel haben, die ich hier anbiete. Okay, weiter kann ich sie nicht vergrößern. Außer ich vergrößere das gesamte Haus. So, Farmbestandteilservice. Aufbauen. Schauen wir mal kurz. Wir haben ja jetzt gut Holz. Fischgehege. Wie baue ich denn? Ich kann. Achso, ich kann aber eh nur 3 Stück bauen jetzt. Ich habe jetzt schon wieder fast mein ganzes Holz wieder los. Bin schon wieder losgeworden. Gut, dann bauen wir jetzt noch 3 weitere Fischgehege. So. Ich habe die gerade. Stromhühnerstall. Haustürhütte. Nee. Mahlwerk. Marmeladenmalkerei, Kälterei. Heuballen, Farmschuppen, jetzt bin ich schon mit der Deko angelangt. Ach, ich kann nämlich noch Farmgebäude, Westtown, Tuyukua, Luku, sonstige. Hier. Tierspielplatz. Brauch ich wieder Holz für. Na gut. Aber hey, ich habe alles gekriegt, was ich wollte. Sehr schön. Danke. Gut. Haben wir irgendwelche interessanten Jobs? Medizinische Versuchsperson. Das machen wir mal direkt. Kann ich jetzt hier wieder gucken, was wir da am besten nehmen. Trophäen, Treasure Hunting, wo war denn das hier? Ich habe wieder die Seite nebenbei offen. Job, Part-Time-Jobs. Vielleicht haben wir ja was unsere Energie vollständig auffüllt. Das wäre super. Und wir bekommen ein bisschen Geld dazu. So, was wollen wir denn probieren? Flasche mit dem gelben Etikett. Yellow Label. Recover Stamina. Das nehmen wir. Sie sollte meine Ausdauer vollständig wiederherstellen. Oh, aber nur um 10%. Okay, aber immerhin. Hergestellt ist hergestellt. Außerdem bekommen wir gut Geld dafür. Yeah, dankeschön. Meine Lieblingsfarmaufgabe dürfte kein Geheimnis sein. Man bekommt da echt gut Geld für. So als medizinische Versuchsperson. Was eigentlich gar nicht mal so geil ist. So, gibt es noch irgendwas Gutes? Aufräumen oder so? Nein. Gut. Ach ja, ich sollte vielleicht Meggen noch die Spenden noch geben. Wo ist Meggen? Meggen. Ich habe die eingesammelt, aber ich habe sie, glaube ich, Meggen gar nicht überreicht. Da unten ist sie.
Ich hätte es fast vergessen. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Megan. So. Megan, hier. Ah, sieht aus, als hättest du alle Spenden eingesammelt. Danke, Yumi. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Dank deiner Hilfe wird das diesjährige Göttinnenfestival garantiert ein Erfolg. Ich hoffe, dass du auch daran teilnehmen wirst. Natürlich. Sehr gut. Hat bestimmt auch die Stadtverbundenheit gesteigert. Hui, sehr gut. Oh. Wenn ich an die anderen beiden Städte denke, das werden auch nochmal harte Quests, die vor uns liegen. Itemsammler-Legende. Ja, wir sammeln immer alles ein, was wir sehen. Also ich bin da mal ganz hinterher jedenfalls. Ihr kennt das ja von mir. So, gut, die Frage ist, was machen wir denn jetzt hier noch großartig? Habe ich heute schon gedüngt? Weiß das irgendeiner? Ach, Dünger! Dünger und Leckerli standen noch auf unserer Liste. Oh! Ja. Und es gibt auch neue Sachen. Ist mir völlig entfallen. Tut mir leid. Jetzt bin ich runter zur Farm gerannt, nur um wieder direkt hochzurennen. Ich muss mich beeilen. 18 Uhr machen die Läden nämlich schon zu. Ich würde natürlich dann schwer jetzt eigentlich nach Tsuyokusa gegangen, aber da schließen die Läden ja leider schon früher. So, Leckerlis brauchen wir und Dünger. Hey! Tiere. Nein, eigentlich wollte ich keine Tiere kaufen. Aber ein paar neue Tiere. Neue Tiere. Oh! Einstein! Aini! Okay, ich liebe Aini. Aini ist der Beste. Aini. Morgen sehe ich dich wieder. Ich liebe Aini. Ich bin übelster Einstein-Fan. Also von dem Hund meiner Mutter. Ich liebe den. Der ist so lieb. Ja, mein Hund ist auch ganz nett, Kyoto. Aber Einstein ist der Allerbeste. Oh, ich hab dich so lieb. So, ich hätte ihn aber allerdings gerne als Hütehund. Deswegen muss ich jetzt immer mal vorbeigucken, ob sie den als Hütehund anbieten. Das war es eigentlich schon auch schon. Noch hier noch eine Bengalkatze. Oh, eine Maine Coon. Die finde ich auch süß. Oder eine Himalaya, ja. Die sind auch toll. Ja, ein Pferd müsste ich mir eigentlich auch mal holen. Das sieht schön aus. Das gefällt mir. Das ist mit so einer langen Mähne. So. Finde ich sehr schick. Gucke ich mal. Das habe ich. Das, vielleicht hole ich mir das mal. So, aber ich möchte mir eigentlich jetzt Items erstmal kaufen. Ein paar Zierleckerlis. Ja, hier so. 40 Stück reichen hoffentlich erstmal. So, und Dünger wollte ich auch kaufen. Gut, dass ich dran gedacht habe, ey. Und jetzt wissen wir auch, wir können jetzt hier einen kleinen Einstein kaufen. Ah, freue ich mich. Gut. So, na, was bietest du mir an, Miranda? Items kaufen. Wir haben neue Items im Angebot. Was habt ihr denn so? Zeig mal her. Maissamen. Ach so, die haben jetzt hier bestimmt ihr Inventar. Also deswegen haben auch alle Läden gesagt, ja, wir haben neue Saatgut, weil die jetzt schon auf Sommerzeug umgerüstet haben. Okay, braucht 12 bis 15 Tage. Für so ein Ding, das braucht 12 bis 15 Tage? Das ist doch lächerlich. Und dann wächst das noch nach. Ja, können wir ja machen. Machen wir auf jeden Fall auch. Ja, Sojabohnen. Werde ich bestimmt auch noch brauchen irgendwann für eine Quest. Und da habe ich schon welche gebraucht. Hab einfach was. Ich weiß es nicht mehr. So, was ich eigentlich wollte, Dünger. Ich guck gerade wegen meinen Finanzen, ne? Wir haben ja noch genug Dünger, oder? Muss ich mal gucken. Ja, wir brauchen dringend Geld, verdammt, ey. Verdammte Axt. Wir sind arm. Ja, ich könnte meine ganzen Feldfrüchte verkaufen, aber nein, das mache ich nicht, weil ich so geizig bin. Ihr kennt mich doch. Ich bin Yume, die Geizige. Ich will die behalten und vielleicht brauche ich die für irgendwelche Quests oder Gerichte. Ich koche mir auch immer mal was hier. Da probiere ich immer neue Gerichte aus. Dann denke ich mir, oh, das kannst du machen. Du hast ja noch ein paar Gurken oder so ein bisschen Rettich oder so. Und dann koche ich das. Das ist mein Style. Das ist so meine Art, wie ich das hier spiele. Und wenn dann irgendwie so, ja, ich muss mich bei dem einschleimen und dann so, ja, da mag das und das. Und dann habe ich alle Zutaten schon da, die ich dafür brauche oder brauche nur noch eine. Ich bin da halt
etwas merkwürdig. Ich würde auch wirklich gerne mein Haus erweitern. Schon alleine aus dem Grund, dass ich vielleicht schon eine größere Küche habe und vielleicht auch noch einen Kühlschrank haben werde, das extra Lager. Das wäre richtig toll. Und schon diese eine Lagerkiste hier. Kann ich das hier alles ein bisschen mehr ordnen, sag ich mal. Oh, wie viel Kleinholz ich hab. So. Ja, ich kann ja auch noch heute die Fischbecken platzieren. Mache ich schon dann gleich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Venusmuscheln da habe. Perlenmuscheln meine ich. Ein paar habe ich auf jeden Fall. Musttierfutter. Dann Königsköder tue ich auch mal hier rein. So, Jakobsmuschel. Jakobsmuschel. Den Käse tue ich auch erstmal rein. Dann kann ich vielleicht fürs Kochen oder so verwenden. So. Oh, hier haben jetzt auch 300 Platz. Sehr gut. Haben wir nicht mal so viele Platzprobleme. Wachtelei. Reisheim, die Erdbeeren können alle rein. Die Gurken. Die Rätsche. Die Kartoffeln. Perlenaussaat. Drei Stück. Passt ja perfekt. Und wenn ich entnehme, einfach mal alles hier zusammenlegen. Weil, ups, doch. Beim, mich schläft das beim Kochen, wenn das dann alles so vereinzelt ist, die ganzen Zutaten. Wenn ich irgendwie hier dreimal Gurke, fünfmal Gurke, zwölfmal Gurke, 90-mal Gurke. Ich will das einfach alles auf einem Stack oder so nah gesteckt haben wie möglich. Das macht mich schon wahnsinnig. So, düngen wir noch ein bisschen. Haben wir schon. Okay. Gut, dann werde ich jetzt gucken, dass ich jetzt die Aussaat noch platziert kriege. Okay, Kyoto, bald kannst du zu mir ins Haus. Und dann lassen wir Aini draußen als Hütehund. Die Aufgabe ist eh zu hoch für dich, Kyoto. Ich bin voll gemein zu meinem Hund manchmal. So, so, die Farben arrangieren. Lalalalalala. Da, 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 da. So, was mich übrigens auch stört, ist, dass man... Dass die nicht in eine Richtung gucken, die Austern. Die sollen alle in eine Richtung gucken. Was ist eigentlich das hier? So, wann ist das denn da? Das finde ich nicht okay. dann könnte ich hier eigentlich schön dann so eine Straße mit diesen Dingern hier hoch machen. Okay, wartet, Leute. Ich bin fertig damit. Sekunde, ich muss diesen Baum jetzt wegmachen. Ich bin eigentlich nicht so autistisch veranlagt, dass ich hier irgendwelche Zwangsstörungen habe da, aber... Autismus hat eigentlich jetzt nichts mit Zwangsstörungen zu tun, aber ihr wisst schon, ich bin da jetzt so ein bisschen... Das muss jetzt hier weg. Ich habe schon eine lange Straße voll mit Austern. Hab ich schon was zu essen? Nein. Nee, halt. Hab trotzdem nichts mehr zu essen. Schaffe ich das noch? Nein. Habe ich noch irgendwas, was ich so essen kann? Nee, hä? Habe ich alles jetzt weggetan? Ich bin so doof. Na, okay. Wartet einen Moment. Ich renne jetzt erstmal hoch, koche was, esse das. Und dann renne ich jetzt wieder runter. Und dann haben wir's. Oh. Manchmal mache ich das alles echt kompliziert hier. Huch. Ich rede gar nicht mit meiner Mutter, ne? Die hat mich hier besucht und ich ignoriere die ganze Zeit. Hallo, Mama. Ach, du hast die Entscheidung für dich getroffen, Schätzchen. Ich kann dazu nichts sagen. Aber wenn du je das Gefühl haben solltest, dass du ein Problem hast, kannst du immer zu mir kommen und mich um Rat fragen. Oh. Zuerst klang das eher so wie meine Mutter, so, ja, war deine Entschuldigung, war deine Entscheidung, ich sage nichts dazu, okay, hier. Und dann dieses, oh, wenn du Hilfe brauchst oder Rat fragst, hier, kannst du mich immer fragen. Das war dann wieder ganz lieb. Das fand ich nett. So, wollen wir ein Omelette machen? Mit Ei und Butter. Butter. Mmh, 14 mal Omelette. Habe ich gleich keine Butter mehr. Mache ich mir gleich wieder neue. Tada. Oh, Level Up. Deine Kochfähigkeiten haben sich erhöht. Du kannst nur neue Garnierungen machen. Yeah. Buffet-Köchin sind wir. So. Hui, jetzt bin ich super schnell. Das bringt eigentlich auch gar nicht mal so wenig. Omelette ist gar nicht... Oh, ich liebe es, wenn man so schnell rennt. So, niu. Ist mir damals nie aufgefallen, dass man da schneller rennt. Ich habe das irgendwie als selbstverständlich angesehen, weil ich doof bin. So, Axt. So, wow, noch ein Schlag wäre es gewesen. Toll.
Ah, okay. So, jetzt Farm arrangieren. Boah, Leute, ich bin hier richtig hart im Business, ne? Merkt ihr es? Merkt das? Oh Mann, ey. So, Weh, die Muscheln gucken jetzt hier nicht alle in eine Richtung, dann wäre das wahnsinnig. Die sollen alle in dieselbe Richtung gucken, egal welche es ist. Die sollen aber in dieselbe gucken. Sonst wäre das wahnsinnig hier. So. Ja. Yeah. Perlenauster. Na toll, die gucken jetzt nach oben. Ach, ist mir jetzt auch egal. So, warte, die guckt nach unten. Ja, wisst ihr was? Macht doch, was ihr wollt. Links, rechts, oben, unten. Ich sag neue Perlen aus und nicht mal, was sie zu tun und zu lassen hat. Hat doch eh keinen Zweck. Gut. Jetzt habe ich ganz viele Perlen aus dann jedenfalls. 6 Stück wären eigentlich optimal. Die kann man dann so schön in einem Block irgendwann anordnen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, warum ist denn die jetzt hier? Ich bin aus einem einfachen Grund jetzt hier. Weil ich jetzt noch ein bisschen Energie übrig habe. Durch die Aktion eben. Und dann kann ich ja hier unten ein bisschen aufräumen. Was haben wir denn hier? Ein Felsen und hier noch. Gut, dann mache ich mal den Felsen hier weg. Dann kann ich ja vielleicht sogar ganz krass sein und anfangen, alles von dem Feld nebenan hierher zu räumen. Der ganze Reis, der drüben noch ist, angebaut ist, auf dem Feld links von mir. Werde ich aber offscreen machen, weil ich kann den Reis ja nicht einstecken, weil sonst, also die Reisfelder in meine Tasche stecken, weil sonst der ganze Reis verschwindet. Deswegen, muss ich das alles einzeln hertragen und das mache ich wie gesagt dann ohne euch, weil das ist dann echt langweilig, mich dann zu sehen, wie ich hier gefühlt 100 Mal hin und her renne. Vermutlich eh nur, keine Ahnung, 5-6 Mal, aber trotzdem, das reicht ja schon. So, haben wir gleich den ganzen Felswerk gekriegt. Dann können wir hier alles schön dann mit dem Reis bebauen. Freut mich. Oh Gott, Leute, wir machen wirklich eine Menge derzeit, das ist echt krass. Also mit den Dorfbewohnern machen wir derzeit wirklich wenig, es ist jetzt derzeit auch mehr so Fokus auf meine Farm. Dabei haben wir noch nicht mal die neuen Farmaufgaben, aber viele Sachen, die wir machen oder machen wollen, benötigen Zeit. Zum Beispiel die Chilischoten oder das Geld, was wir erwirtschaften und so. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Deswegen ist es da wirklich das Beste, wenn ich mich jetzt im Moment einfach mehr auf meine Farm konzentriere als auf die Städte. Wir kommen zurück, Yumi. Bist du erst mal mit den Pflichten fertig? Ja. Wunderbar, ich wollte eine der Städte besuchen und ein wenig einkaufen. Hast du Lust, mich herumzuführen? Natürlich. Danke, Schätzchen. Machen wir uns auf den Weg. Ah, Mutti. Ah, nach Lulukoko. Ach, wie gut, dass alles schon zu hat. Oder wie noch zu hat. Das ist also Lulukoko. Oh, wow. Seht ihr nur das Meer an. Wie schön. Ach, Yume. Verschickst du deine Einträge auch hierher? Ja, das mache ich. Oh, wie wundervoll. Du bist so eine gute Farmerin geworden. Ich bin stolz auf dich, Schätzchen. Also, welche Erträge schickst du hierher? Erzähl mir doch alles darüber, während wir hier ein wenig herumschlendern. Oh. Na, ihr beiden, was sagt ihr zu meiner Mutter? Oh, was ist das denn? Ist ja riesig. Die beiden. Ba-ba-ba-ba-ba. Jetzt freuen sie sich erstmal schön mit Lulukoko an. Warum nicht? Ich überlege gerade, wo das ist. Kennen wir den Ort? Ah, das hat so viel Spaß gemacht. Die Atmosphäre hier gibt mir das Gefühl, in einem tropischen Land zu sein. Dein Vater und deine Schwester warten auf mich. Aber gerade denke ich wirklich darüber nach, noch 1 oder 2 Wochen zu bleiben. Oh. Wie es ihnen geht? Beide sind gesund und glücklich. So wie immer.
Lynn hatte auf ihrem Besuch so viel Spaß, dass sie über nichts anderes mehr redet. Sie hat gesagt, dass sie dich vielleicht nochmal besuchen will, wenn sie das nächste Mal Ferien hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder an deine Tür klopft. Kümmer dich gut um sie, ja? Ja, natürlich. Oh, und, naja, das ist jetzt vielleicht überraschend, aber deine Farm zu sehen, scheint sie inspiriert zu haben. Als sie wieder da war, hat sie sofort einen kleinen Gemüsegarten angelegt. Oh. Naja, vielleicht ist es eher ein Kräutergarten. Sie hat ein paar Kräuter aus unserem Balkon angepflanzt, aber es reicht dafür, dass unsere kleine Langschläferin schon in der Morgendämmerung aufsteht und sich um die Pflanzen kümmert. Sie ist sehr unbeständig, aber wer weiß, wie lange sie noch so weitermacht. Dein Vater und ich waren aber schon überrascht. Hm. Ihr zwei wirkt immer so unterschiedlich, aber es scheint, als hättest du und deine Schwester mehr gemeinsam, als wir dachten. Oh. Dein Vater arbeitet viel, so wie immer. Einmal im Monat ist er auf Geschäftsreise in weit entfernten Orten. Aber er nimmt sich immer Zeit, die Briefe zu lesen, die Onkel Frank über dich schreibt. Vielleicht hätte er auch mal einen Brief hinschreiben, mache ich ja nie. Oh, wo wir davon reden, ich habe gehört, dass du vor kurzem mit dem zweiten Set Aufgaben fertig geworden bist. Stimmt das? Als er es herausgefunden hat, hat dein Vater sich stundenlang in sein Zimmer zurückgezogen. Was? Anscheinend ist er ein wenig verärgert darüber, dass du deine Aufgaben so schnell und einfach bewältigst. Naja, schnell war das jetzt nicht wirklich und einfach eigentlich auch nicht. Jetzt setzt er sich immer, wenn er nach Hause kommt, an die nächsten Aufgaben, die er dir geben möchte. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wieso er sich nicht einfach freuen kann, dass sein Kind erwachsen wird. Er verhält sich wie ein Kind. Yumi, sei ehrlich. Bist du sauer auf deinen Vater, weil er nicht will, dass du eine Farmerin wirst? Eigentlich schon. Ja. Ich verstehe. Du weißt aber, dass er sich nur auf seine Weise Sorgen darum macht, ob du glücklich bist oder nicht, oder? Ja, natürlich, aber trotzdem macht mich das nicht glücklich, wenn ich dann so Ärger in der Familie deswegen habe. Und ich mache da am Ende ja trotzdem. Das siehst du jetzt vielleicht nicht, aber eines Tages wirst du es verstehen. Also dann, ich bin sicher, dass du noch einiges zu tun hast. Wir sollten uns wieder auf den Weg zu deiner Farm machen. Ich hatte einen großartigen Tag. Es ist so lange her, dass wir zwei Zeit zusammen verbracht haben. Danke, Yumi. Wir sollten das bald wiederholen. Okay, Freunde. Das war ja nochmal ein schönes Gespräch mit unserer Mutter. Und ich sage dann mal, ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yumi, let's play Story of Seasons, Trio of Towns. Was haben wir denn? Neue Produkte von Ludus. Na, ganz toll. Ich werde jetzt ein bisschen unten wieder umräumen. Ich werde versuchen, die ganzen Reisfelder auf das Feld rechts nach unten zu bringen. Schauen wir mal, wie gut mir das gelingt. Ich zeige euch dann das Endergebnis. Dauert halt jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen langweilig. Also keine Sorge, ich zeige euch dann alles. Und ja, ich sag dann mal, ja, ich hab's glaube ich auch schon gesagt, aber ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yumi, let's play Story of Seasons, Trio of Towns. Ciao.